Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio und damit zum nächsten FC News Video mit heute allerdings nur zwei Punkten, wo wir drüber sprechen möchten, aber ich denke, das ist für die nahe Zukunft des FCs auch eventuell wegweisend. Deswegen kommen wir zu Punkt Nummer 1 und hierbei geht es um Florian Kainz und die Kapitänsfrage. Ja, El Capitano Jonas Hector ging ja von Bord. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer soll das Amt des Kapitäns beim FC ausführen? Ich denke, in der Winterpause letztes Jahr hat man schon immer darüber gemunkelt oder gesprochen, dass Florian Kainz der Nachfolger werden könnte. Das Ganze wird auch immer heißer über Medien oder Verantwortlichen des FCs. Jetzt gab es zuletzt einen Artikel vom Geisblog, wo es heißt, könnte die Entscheidung auf Florian Kainz schon gefallen sein. Ist natürlich alles noch nicht so hundertprozentig fix. Ich für meinen Teil gehe aber davon aus, dass Florian Kainz der Kapitän wird. Denn ich habe ja gesagt, wo Hector abgetreten ist, wir werden Hector sportlich, aber vor allem auch menschlich so leicht nicht ersetzen können. Denn bei einem Kapitän gehört natürlich einiges dazu. Ne? Du kannst jetzt nicht einfach nur einen Kapitän wählen, weil du sagst, keine Ahnung, der ist der lauteste am Platz oder der ist am längsten im Verein. Ich denke, da gibt es ja schon einige Kriterien, die da schon zusammenspielen sollten. Wenn wir uns den Kader, den wir aktuell haben, anschauen, gibt es meiner Ansicht nach eigentlich auch gar nicht so viele Spieler, die zumindest einige Kriterien erfüllen würden, um dann eben Kapitän zu sein. Ich glaube, da kommt Kainz halt schon am nächsten. Er ist natürlich jetzt nicht der lauteste auf dem Platz, allerdings steht er auch zum Verein wie kein zweiter mit dem Gehaltsverzicht damals, der Verlängerung etc. Also man merkt, dass er sich voll im Club identifiziert und dahinter steht. Zudem ist er dann halt auch in einem, ja, sage ich jetzt auch mal, Ü30-Alter, dass man sagen kann, okay, er hat schon einiges am Puckel, was Erfahrung angeht. Er kennt natürlich die Mannschaft durch die ganzen Jahre, die er jetzt da ist. Er hat in der letzten Saison auch eine super Saison gespielt. Und er hat diese Rolle ja auch schon mal eingenommen, kurze Zeit. Ne? Deswegen glaube ich, ist dieser Step, Florian Kainz zum Kapitän zu machen, der richtige. Mir persönlich würden jetzt nicht so viele einfallen, die das bekleiden könnten. Ihr wisst ja, ich bin persönlich gar kein Fan davon, wenn er Torwartkapitän ist, weil ich schon finde, dass der Kapitän schon mitten im Geschehen sein sollte. Ich finde es persönlich eigentlich immer gut, wenn es ein Mittelfeldspieler ist, weil der halt wirklich überall auf dem Platz zu finden ist. Und ja, wenn wir uns dann das Mittelfeld angucken, sind halt nicht so viele Jungs dabei, wo ich jetzt sagen könnte, die könnte ich mir als Captain unseres Vereins vorstellen. Ihr könnt ja mal eure Namen reinschreiben, wo ihr sagt, bei denen könntet ihr euch vorstellen, dass die noch Kapitän sind. Ich würde höchstens vielleicht noch einen Timo Hübers in den Ring werfen, aber ich glaube, da ist ein Florian Kainz als Kapitän dann schon wirklich die bessere Wahl. Schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall unten rein, wenn ihr zum Kapitän machen würdet, ob ihr auch bei Florian Kainz wärt oder welche Namen euch da einfallen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und wir kommen zu Punkt Nummer 2 in diesem Video und hierbei geht es um Mathias Olesen. Ja, Freunde, der Luxemburger, der in Dänemark geboren ist, zentraler Mittelfeldspieler beim FC, sehr variabel, kann auch Sechser oder Innenverteidiger spielen, weil er als Innenverteidiger ausgebildet worden ist. Ja, hat einen schweren Stand in der letzten Saison gehabt. Man muss sagen, er ist eigentlich, wie ich zumindest finde, sehr gut in die Saison reingekommen. Hat sie auch Einsätze. Ich war zum Beispiel Anfang der Saison ja auswärts in Frankfurt, da hat er von Anfang an gespielt, mir richtig gut gefallen. Und dann hat er sich am Sprunggelenk verletzt, fiel dann erstmal lange Zeit aus, hatte dann ja eine schwere Phase, musste dann erstmal wieder reinkommen, hatte dann erstmal wochenlang ja Kurzeinsätze nur oder gar keine Einsätze. Jetzt zum Ende der Saison wurde es wieder ein bisschen mehr mit den Spielen. Allerdings fragt man sich natürlich schon, wo wäre die Position, wo du in Olesen spielen lassen könntest. Durch die Verpflichtung von Christensen und dass es ja halt jetzt das Gerücht gibt, dass man trotzdem immer noch einen gestandenen Sechser holen möchte, gab es ja zahlreiche YouTuber wie Jan Niklas, wie mich, die
an auch gesagt haben, vielleicht könnte ein Olesen ja auch ein Kandidat für eine Leihe werden. Dem widersprach Christian Keller aber jetzt. Christian Keller sieht in Matthias Olesen auf jeden Fall einiges. Steffen Baumgart wohl anscheinend auch. Er soll nicht verliehen werden. Er soll beim FC spielen und sich weiterentwickeln. Ich meine, da darf man jetzt auch nicht allzu große Stücke drauflegen, ohne das jetzt zu negativ auf Christian Keller zu meinen. Aber das sagten sie halt vor einem halben Jahr bei Tim Lemperle auch. Und jetzt ist Tim Lemperle dann trotzdem verliehen worden an Greuther Fürth. Ich sehe es halt wirklich schwierig, weil ich denke, auf der offensiveren Position, wenn wir jetzt einfach mal weiterhin von einem 4-2-3-1 ausgehen, auf der 10er-Position sind wir meiner Ansicht nach jetzt komplett überbesetzt. Wenn wirklich Marc Uth fit wird, mit Luka Walsch, mit Hussein Basic könnte er spielen, Ljubicic könnte er spielen. Ja, theoretisch Adamian könnte da spielen, auch wenn ihr meine Meinung zu ihm wisst, haben wir da halt 5 Möglichkeiten für eine Position. Da wird es, glaube ich, für Olesen dann keinen Platz geben. Wenn du dann weiterschaust auf die 6er-Position, wenn wir dann auch hier von einem 4-2-3-1 ausgehen mit 2 Spielern, dann wird auf jeden Fall Erik Martell da spielen und sollte ein gestandener neuer 6er kommen, würde er da spielen. Dann hast du zudem halt noch Christensen, den du verpflichtet hast. Zudem könnte Ljubicic oder Hussein Basic auch da noch aushelfen. Also, es ist schwer, einen Platz für Matthias Olesen zu finden. Selbst wenn du jetzt auf seine Ausbildung zurückgehen würdest und sagen würdest, ja, zur Not Innenverteidigung, da wird halt meiner Ansicht nach Chabot und Tübers weiterhin gesetzt sein. Dann hast du Luca Kilian, Christian Pedersen könnte da spielen. Bakar Tukanda soll in der U21 aufgebaut werden. Wenn du nochmal ins Mittelfeld zurückspringst, wo ich gerade U21 sage, hast du natürlich auch noch einen Weschenbach und einen Kujovic, der ja jetzt einen Profivertrag bekommen hat, die ja theoretisch dann auch noch in der Rückhand sind, um auf der 6er Position zu spielen. Also da haben wir auf jeden Fall eine sehr gute Kaderdichte, einen sehr guten Konkurrenzkampf. Da fehlt mir dann wirklich schon die Fantasie, dass Matthias Olesen da wirklich entscheidend mehr spielt, als er das jetzt in der vergangenen Saison getan hat. Und wir wissen, das ist ja eigentlich das Essentielle für einen jungen Spieler, dass du halt eben Spielpraxis sammelst, damit du dich auch nachhaltig weiterentwickeln kannst. Das sehe ich halt persönlich für Matthias Olesen nicht so krass, aber wir werden sehen, was Steffen Baumgart zaubert, wo und wie er ihn zum Einsatz bringen wird. Ich hoffe halt nicht, dass wir wieder auf diese Raute zurückgreifen, dass wir wieder nur mit einem Sechser spielen. Da waren wir dann halt Mitte der Saison sehr oft leicht ausrechenbar. Wenn du halt mit dieser Doppel-8 quasi dann spielen würdest, dann hättest du natürlich dann wieder so gesehen im Mittelfeld einen Platz mehr, aber halte ich für nicht die richtige Lösung. Ich glaube, mit dieser Doppel-6, da tun wir gut dran, zumindest so weiter zu spielen oder halt in diesem 4-1-4-1, wo sich dann ein Achter im Anlaufen zeigt und dann in der Rückwärtsbewegung wieder auf die 6 fallen lässt. Das fand ich persönlich schon, war ein cooler Schachzug. Aber grundsätzlich, glaube ich, sollte eine Mannschaft wie der FC auf jeden Fall mit der Doppel-6 spielen. Und da, wie ich genannt habe, sehe ich halt die Positionen alle gut aufgestellt. Vor allem, wenn man dann auf der 6 noch einen gestandenen Spieler holen wollen würde. Freunde, ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinungen. Wen seht ihr als Kapitän? Was sagt ihr zu Matthias Olesen? Sagt ihr, der Junge sollte bleiben und sich hier weiterentwickeln? Oder würdet ihr ihn auch verleihen, so wie ich das sehe? Schreibt mir eure Meinung dazu, wie immer, unten rein. Ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. Euer Fabio ist raus, haut da rein und ciao. Yeah.